Okay, Leute, aus aktuellem Anlass und weil auch Linus Tech Tips gehackt wurde, pass auf welche Links ihr klickt bei den Mails. Und hier gibt es eine tolle Seite, heißt von Datenschutz.org Passwortgenerator. Man kann bis zu 64 Zeichen einstellen. Ne? Wenn man einmal draufklickt hat, klebt das Ding an meiner Maus, bis man einmal klickt. So, jetzt habe ich einmal geklickt, jetzt bleibt er stehen. So, gehe ich rein, klicken, jetzt klicken. So, ich kann euch die Seite wirklich sehr empfehlen, weil man kann hier alles Mögliche eingeben, was man braucht, und am Schluss einfach auf Passwort generieren klicken und schon zack hat man ein fettes langes Passwort. Die Umlaute werden nicht immer akzeptiert von den Seiten. Einfach dann wegklicken, Passwort generieren und hat man wieder ein neues Passwort, diesmal ohne Umlaute. Bei den Sonderzeichen kann man hier reingehen und wenn bestimmte Sonderzeichen nicht akzeptiert werden von eurem Anbieter im Internet, dann einfach hier entfernen, Dollarzeichen ist weg. Wenn man es braucht, einfach wieder eingeben, Dollarzeichen ist drin. So. Oder Backspace geht auch. Normale Buchstaben kann man da nicht eingeben, nur Sonderzeichen. Deswegen hat er jetzt so gewackelt. So, aber ein Dollarzeichen akzeptiert er, oder? So, genau. So, so viel dazu. Und nimmt bitte möglichst ein langes Passwort. Die meisten akzeptieren 64 Zeichen. Was ein Glück. Nur wenige Seiten akzeptieren nur 10 Ze nee, 14 Zeichen. Da habe ich auch schon gehabt. Oder 8 Zeichen reicht manchmal auch schon aus. 8 Zeichen. 20 Zeichen ist eigentlich Minimum. Ne? Das ist schon 20 Zeichen, so im grünen Bereich. Ne? Mindestens 20 Zeichen solltet ihr nehmen, Leute. Oder noch besser 64 Zeichen. Es ist ja eigentlich nur eine Sache, die musst ihr nur einmal eingeben. Einmal in den Router eingeben, zum Beispiel für WLAN, ja, und einmal ins Handy. Ins Handy eingeben ist etwas nervig. Ja, das muss man, ja, aber nur, auch nur einmal eingeben. Nur einmal. Ne? Und denkt an die Sicherheit. Und die Umlaute, wie gesagt, die machen viel aus. Ne? Entweder 343 Milliarden Jahre oder 138 Milliarden Jahre. Aber selbst ohne ist immer noch gigantisch hier. Ne? Gut. Was ich halt auch empfehlen kann, wenn ihr so eine Seite habt, die nur 10 Zeichen braucht oder was auch immer, oder wenn ihr denkt, da werden keine Sonderzeichen erlaubt, dann regt das einfach mal so als Verbesserungsvorschlag an und sagt den Leute, ich würde mir wünschen, dass sie auch Umlaute akzeptieren, damit das Passwort noch schwieriger zu knacken ist oder Sonderzeichen oder alle Sonderzeichen. Nur so als Verbesserungsvorschlag. Vielleicht wird das ja auch dann bearbeitet. Weiß man ja nicht. Ne? Weil wenn der Kunde sagt, mir reicht ein 20 Zeichen Passwort nicht, machen Sie doch, richten Sie das doch bitte so ein, dass man noch 64 Zeichen benutzen kann. Vielleicht machen die es auch. Ihr könnt ja dann denjenigen, also eurem Anbieter dann sagen, dem Shop oder wo immer, dass sie damit auch Werbung machen können, mit einer höheren Sicherheit. Ne? Vielleicht machen die es dann über die Ecke dann, ne? Dass sie denken, oh ja gut, mehr Sicherheit, ne? Damit können wir auch mehr Werbung machen. Bei uns sind sie goldrichtig, und sicher, goldsicher. Ne? Und was auch hilfreich ist, wenn ihr die Passwörter nicht im Browser abspeichert, es ist zwar komfortabel, aber wenn ihr wirklich mal irgendwie euch einen Trojaner einfängt, weil ihr irgendwo falsch draufgeklickt habt, dann ist es ganz einfach für den Hacker, diese Dateien auszulesen. Das ist bei mir passiert vor einiger Zeit. Da muss ich alle Passwörter ändern und ja, shit happens. Bin auch bei Amazon gehackt worden, aber das lag am Passwort. Ja. Da wurde ein Handy bestellt auf meine Kosten und ich hatte dann einen Lastschrifteinzug von Amazon über 480 Euro und da hat sich das irgendwie an so eine Packstation schicken lassen, habe doch Anzeige erstattet, habe nichts mehr gehört, keine Ahnung, was da passiert ist. Seitdem benutze ich immer lange, lange Passwörter und möglichst über einen Passwortgenerator. Niemals irgendwelche aussprechbaren Wörter, niemals hier draufklicken. Weil ich weiß nicht, warum das Job hier steht, verstehe ich gar nicht. Das ist, hier sollte ein X dabei stehen, als X, als ein rotes X. Bloß nicht aussprechbar. Aussprechbare Passwörter sind immer schlecht.
Die sind viel zu leicht zu erraten. Und bei eBay Kleinanzeigen bin ich auch schon gehackt worden. Das war auch meine Schuld. Habe auch zu einfaches Passwort genommen. Und ja, der Hacker hat vollkommen unnötig meine Anzeigen gelöscht und seine betrügerischen Mist reingeschrieben. Zum Glück hat eBay Kleinanzeigen das sofort wieder das Konto deaktiviert. Und ja, der Hacker, der hätte meine ja auch deaktivieren können. Warum löscht er sie gleich raus? Was soll denn der Blödsinn? Ja, und so ein Ärger hat man dann am Ende, ne? Dass man alle Anzeigen wieder neu einstellen muss. Ja, hat man nur Ärger, Leute, nur Ärger. Ne? Manchmal muss man sogar das Online-Banking dann wieder neu machen. Das ist auch wieder mit Ärger verbunden. Das lohnt sich nicht, Leute, das lohnt sich nicht. Macht einfach ein super Passwort hier, 64 Zeichen, dann haben die es richtig schwer. Das ist unmöglich zu knacken, das ist... Und möglichst mit Umlauten. Ich habe das wirklich voll ausgesetzt. Und das Beste ist, wie gesagt, am besten nicht im Browser abspeichern, sondern am besten in einer... Ich mache das so, ich mach das in so eine Textdatei und immer auf einem USB-Stick. Das sind die Passwörter am sichersten. Nirgendwo abgespeichert, in irgendwelchen Clouds und Server und auf meinem Stick. Ne? Wenn ich mich irgendwo einloggen will und ich weiß, ich bin nicht gehackt worden oder so. Ne? Und ich mache immer, was auch wichtig ist, Leute, ne? Immer auf den Stick, ne? Und dann vom Stick aus dann das so eingeben. So mache ich das. Oh. Was auch wichtig ist, macht immer ein Image von eurer Systemfestplatte. Wenn ihr es frisch installiert habt und ihr wisst, ihr seid nicht gehackt worden und das Systemimage, also die Festplatte C, wo das Betriebssystem drauf ist, und es ist alles sauber, dann macht ein Image, ne? Das ist so eine Datei, die wird auf eine andere Partition, andere Festplatte erstellt. Dann habt ihr immer ein sauberes Image und das könnt ihr dann bei Bedarf auf C wieder zurückspielen. Dann werden auch die ganzen Daten dann wieder gelöscht. Da wird die C-Partition gelöscht und das wird dann wieder hergestellt mit dem sauberen, sauberen Image, das nicht irgendwie verseucht ist mit irgendwelchen Viren oder Trojanern. Ne? Das ist immer wichtig. Das regelmäßige System-Image. Da gibt es verschiedene. True Image gibt es zum Beispiel, True Image und was gibt es noch? Von Crucial gibt es auch noch so ein, ich glaube, das ist sogar auch von Acronis. Acronis Crucial, das ist extra für SSDs gedacht. Einfach mal googeln. Ne? Und wie gesagt, lasst euch nicht hacken. Ihr handelt euch nur Ärger ein, unnötigen Ärger. Wo ihr denkt, ach du Scheiße, hätte ich nur ein besseres Passwort benutzt, weil das lohnt sich nicht. Okay. Okay, so viel dazu und bis zum nächsten Mal.